Willkommen zu meinem Video über das Ändern des eigenen Profils auf der Schulhomepage. Wenn Sie Profil ändern wollen, müssen Sie sich zuerst einmal anmelden. Danach müssen Sie auf Lehrer klicken, um zu den Lehrerprofilen zu gelangen. Um den Namen oder Titel zu ändern, müssen Sie in das entsprechende Feld klicken. Hier können Sie dann die gewünschten Änderungen durchführen. Jedoch ist zu beachten, dass die Befehle in den eckigen Klammern nicht verändert oder gelöscht werden sollen, denn sonst könnte mit der Formatierung etwas verändert werden. Um die Änderungen zu speichern, müssen Sie auf das Häkchen klicken. Bei den Fächern funktioniert es gleich. Jedoch sollten Sie, bevor Sie ein weiteres Fach eintragen, BR, was Break bedeutet, in eine eckige Klammer schreiben, so wie es auch hier gemacht wurde. Dies ist notwendig, damit ein Zeilenumbruch erfolgt. Bei der Spalte Funktionen funktioniert dies genau gleich. Einfach nur ausbessern und aufs Häkchen klicken. Wenn man den Sprechtag ändern will, erscheint ein Dropdown-Feld. Sie können jeden Tag von Montag bis Freitag wählen oder nicht vorhanden, falls es keine Sprechstunden gibt. Beim Feld Sprechstundenstunde gibt es auch so ein Dropdown-Feld, um die Stunden zu wählen. Auch hier müssen Sie die Änderungen mit den Häkchen bestätigen. Auch die E-Mail-Adresse kann geändert werden. Dabei soll nur die bisherige E-Mail-Adresse geändert werden und der Rest gleich bleiben. Also dieser Teil. Ansonsten kann es passieren, dass es nicht funktioniert. Wieder aufs Häkchen zum Bestätigen. Falls Sie Ihr Bild wirklich ändern wollen, so müssen Sie dies jedoch einem, der die Homepage verwaltet, mitteilen, damit dieser das vornehmen kann. Ich hoffe, einen guten Überblick über das Ändern des eigenen Profils gegeben zu haben.